Herzlich willkommen, Leute, zurück zu Let's Play Terranigma. Ja, lang ist es her. Das ist die erste Folge, die ich nach meinem Urlaub drehe. Und ich glaube, ich kann, okay. Gut. Und ja, jetzt bin ich wieder voller Power und habe mir vorgenommen, die Folgen wieder mit vollem Elan zu machen, zu drehen und mir etwas mehr Mühe zu geben. Ansonsten das Nebenprojekt Zelda müsste heute, also da müssten heute die letzten zwei Folgen abgeloadet sein. Die habt ihr wahrscheinlich schon gesehen oder schaut ihr gerade an. Okay, wenn ihr dieses Video seht, schaut es wahrscheinlich nicht an, aber auf jeden Fall ist es schon oben, weil ich ja Terranigma immer nach Zelda hochlade. Und ja, soweit so gut. Wir müssen jetzt hier in Südamerika einen Vogel aufsuchen. Denn dieser Vogel bringt uns... Was ist das? Wenn du schnell bist, werde ich dich großzügig belohnen. Ah, das habe ich ja schon mal gemacht. Aber ich mach's nochmal. Fertig, los! Geh weg. Da kann ich die Kakteen. Aber wisst ihr was? So nebenbei gesagt. Klingt doof, ist aber so. Nach Rechtschreibung ist es jetzt auch möglich, Kaktusse zu sagen bzw. zu schreiben. Kakteen klingt natürlich besser, aber. Und ich bin hier falsch. Dup, 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 dup. Text ist hier falsch. Dip, 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 dip. Beeil dich doch mal. Dick, dö, dick, dö. Mach doch mal hin, ne. Och, Mann. Ich dachte, ich kann attackieren. Wow, 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 wow. Weg da. Ich weiß nicht mal, wie viel Zeit ich habe. Wetten, ich bin eh langsam gewesen. Ach, komm. Der Vogel ist da unten. Geschafft, Glückwunsch. 0 Minuten, 46 Sekunden, das ist toll, prima. Jo. Ach, komm. Billiges Spiel da. Ja gut, dann suchen wir jetzt den Vogel. Bist du hier? Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Vitalexier. Oh Gott, ich habe schon vergessen, dass ich so viel Kruscht in meiner Box habe. Gut, 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 gut. Da ist auch nochmal was. Was ist denn das für ein Platz? Wow, ganz viel Geld. Davon kriege ich ja nie genug, ne? Ich habe ja ganz wenig. Was ist da oben? Bist du vielleicht der Vogel? Zwischerfieb! Fieb, fieb, Trello! Zwischerfieb! Zwischerfieb! Was ist denn mit dir los? So. Jetzt sag mir mal, wo die Speed-Taste ist. Aber ich kann ja eh 15 Minuten aufnehmen. Da könnt ihr das verkraften. Ja, Baby Mario ist wieder unterwegs. Aber lass mich bloß nicht fallen. Sonst reite ich oder reise ich mit Yoshi weiter. Dum, 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 barum, bom, 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 barum, barum. Grönland. Genau. Boah, hier sieht man gar nichts. Ach, komm, kannst auch landen. Und stopp. Ach. Jo, kann man dich nicht lenken? So, ein ganz neues Gebiet. Oh, schneeweiß, ey. Was gibt's denn hier, so eine Höhle? Und nur eine Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Brauchen wir nicht. Grönland. Da unten ist irgend so ein Haus. Das sind zwei Häuser sogar. Und das war's auch schon. Cool. Guten Tag. Pinguinea. Hallo, Pinguin. Wow, wow, wow. Was? Ich will auch sowas. Hey, Fischi. Fischi. Glub, 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 glub. Ist der nicht süß? Boah.
Glubst du glub. Oh, ganz cool. Hallo? Wie geil. Entschuldigung. Wow, geil. Hey, hey, hey. Wow, wow, wow. Nimm mich mit, Mann, mit deinem geilen Schlitten da. Ach so, das war ein Schlitten. Das war der Weihnachtsmann. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss nämlich eine Orchidee irgendeinem Typ geben. Oder einem Tier. Okay, dir nicht. Auch wenn du so süß bist. Dir vielleicht auch nicht. Könnt ihr auch was anderes sagen? Glupsi. Tex verliert die Orchidee. Im Gegenzug erhält er den Mondstein des Pinguins. Genau deswegen sind wir auch hier. Jo, dankeschön. Glupsi Glup. Glupsi Glup. Süß. Oh Mann, wie cool. Oh, voll süß eingerichtet. Wow. Glupsi Glup. Wow, schön. Hey. Glupsi Glup. Glupsi Pipi. Musst du Pipi? Ja, wenn du dich zeichnen lässt, malen lässt, dann musst du Geduld haben. Nicht gleich auf Pipi, aufs Klo gehen, auf Pipi gehen. Glupsi Glups. Okay. Oh. Schönes Bild. Wettrennen. Du, 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 du. Okay, hier gibt es nichts mehr. Das heißt, ich kann weiter. Ah, jetzt muss ich wieder fliegen. Hey, Super Richie. Fischofi. Super Richie, komm zu dich gefiegt. Ich find's toll, dass der Service kostenlos ist. Ach man, diese Flugeinlagen sind, weiß nicht, sehr schlimm. Dass du dann noch 50.000 Kreise und Halbkreise und Loopings machen musst. Okay, Loopings jetzt nicht, aber ich könnte drauf verzichten. Ja gut, danke. Wo bin ich denn jetzt? Ja, schon hier. Passt doch. Wer hat es nochmal gesagt? War das... Ich glaube, es war Neko. Neko oder Gamerin Melina? Das ist mir auch erst jetzt, also ist mir schon aufgefallen, aber irgendwie jetzt fällt es mir irgendwie ein, dass es irgendwie auch total süß aussieht, wenn ich auf der Landkarte mit meinem kleinen Säckchen rumlaufe. So, mit meinem Schiff geht es jetzt nach Afrika. Afrika ist doch hier unten, oder? Ja, gut. Muss ich finden, Sahara. Habe ich eigentlich eine Weltkarte oder sowas? Nee, Moment, ich bin hier irgendwie falsch. Goldküste. Ach, Sü, ich bin nicht hier, Sü. So, ich bin jetzt mal so frech und schaue ganz kurz auf der Karte nach, wo ich bin. Ah, ich wäre doch richtig gewesen, bin jedoch zu früh auf eine Insel geschippert. Also da gibt's dann, da geht's ja noch weiter. Logisch. Afrika! Jetzt aber. Kapstadt. Da, wo damals ein paar Leute gekickt haben, gell? WM? Ich weiß gar nicht, wer in Kapstadt gespielt hat. Ist das die Sahara? Nein, das ist die Karawane. Da stand irgendwas anderes. Sahara, genau.
So, jetzt muss ich hier ein tolles Örtchen finden. Gut, so haben wir gefunden und hier muss ich irgend so ein Skelett finden. Ist es schon das hier? Diese Person ist kollabiert. Ich hoffe nicht, auch so zu enden. Tag, schau dir den Halsskelett an. Es trägt so etwas wie eine Halskette. Hey, der Stein der Halskette. Erkennst du ihn nicht wieder? Ist das nicht der Stein, den Liam im Gebirge fand? Er wollte ihn für immer aufbewahren. Wie kommt er also hierher? Ein Mensch könnte auf den Löwenfels gelangt sein. Wenn sie Geld riechen, kommen sie überall hin. Tex hält den Mondstein. Das ist Nummer 2 und ich spiele schon 10 Minuten, wenn ich richtig auf den Timer geachtet habe. Gut, aber wir spielen ja dank YouTube mit ganz neuen Regeln und haben etwas mehr Zeit. Jetzt, wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube, ich muss noch mal nach Südamerika. Weil ich habe eine E-Mail bekommen und ich habe auch vom Moritz eine kleine Hilfe bekommen. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. Und weiß auch ungefähr, ich habe es mir durchgelesen, wo ich jetzt hin muss, aber ob ich das jetzt richtig im Kopf habe, weiß ich nicht. Aber gut, wir haben schon 2 Mondsteine. Also fehlen uns auch nur noch 2. Und einer müsste in einem Tempel sein. Die Frage ist nur, wo genau ist dieser Tempel? Ist das vielleicht irgend so ein Ort? Ich kann mir sogar vorstellen, das auf der anderen Seite zu machen oder dorthin zu gelangen. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher und ich weiß es auch nicht. So, hallo, was ist denn hier? Ist nichts. Also wenn das der Tempel ist, dann haben wir hier richtig Schwein heute. Ich glaube, das ist er auch. Tex hört ein unheimliches Flüstern. Tex, nimm den Kelch, der auf dem Altar steht. Tex führt den Kelch wie unter Hypnose zu seinen Lippen. Nom, 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 nom. Ekelhaft. Nee, und jetzt? Ich bin mal gespannt, was passiert. Nein! Das ist Astarika. Das heilige Land wacht über die Menschheit. Tex, beim Erwachen wirst du Zeuge einer seltsamen Vision sein. Okay, was macht ihr denn hier? Ich kann mich wieder bewegen. Das ist schön. Mylin, du bist es. Was machst du hier? Was erlaubst du dir? Ich bin Mylia. Ich diene Lord Myla? Hä? Perry? Perry aus Liberita? Ich bin Pella, ein Jünger von Lord Myla. Höre, was Lord Myla dir sagen möchte. WTF? Gib mir noch mal einen Schluck. Ich will raus hier. Bams. Ah. Geil. Kann ich hier rennen? Passiert dir irgendwas? Ja, ich kann attackieren. Gut, was soll ich hier machen? Ja, okay, ich nehme jetzt eh ein paar Folgen am Stück auf. Also, ich bin mal gespannt, was ich hier machen muss. Wir werden jetzt erstmal einen Cut machen und sehen uns dann in der nächsten Folge. Leute, haut rein und bis dann.